Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Kanal. Freunde, heute ein kurzes Extra-Video einfach nur, denn ich habe gesehen, gerade eben hat Luciano zusammen mit Kaufland ein, was aussieht wie ein Werbespot zumindest, gepostet. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen einfach mal rein. Wir haben uns, glaube ich, haben uns den Dirty-Werbespot zusammen angesehen, ich weiß es nicht, aber ich hoffe auf potenzielle Lacher hier in dieser Reaction. Wir schauen mal ganz kurz rein. Kaufland hat gepostet. Ab heute und nur für kurze Zeit findet ihr bei uns den Loco Juice von Luciano. Warum nur für kurze Zeit? Machen die erstmal so auf Testwelle oder was? Warum denn nur für kurze Zeit, Bro? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding nicht gut läuft. Vielleicht erstmal auf Test, oder die haben gesagt, okay, Bro, wir nehmen das und das. Oder Luciano hat dann nicht mehr so viel über, weil er alles andere schon an andere Märkte verkauft hat. Ich weiß es nicht. Die fruchtige Erfrischung gibt es in den Sorten Multivitamin, Wassermelone, Minze und Exotic. Wie findet ihr das neue, wie findet ihr das coole Video? Wie findet ihr das coole Video, yo? Hey, wie findet ihr das coole Video, Mann? Ey, das ist richtig cool und fancy. Das ist eure Meinung. Okay, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Ganz kurz, bester Loco Juice, ich habe alle drei probiert. Unpopular, warte, gibt es in, die fruchtige Erfrischung gibt es in den Sorten Multivitamin, Wassermelone, Minze und Exotic, aber was ist denn mit Kiba, Junge? Ich wollte gerade sagen, Kiba ist nämlich GOAT einfach. Wo ist ein Kiba gelandet? Oder, ey, vielleicht läuft Kiba tatsächlich am besten und sie haben von Kiba nicht mehr so viele, weil sie von allen, let's say, 4 Millionen hergestellt haben. 1 Million an Edeka, 1 Million dahin, 1 Million dahin. Und dann hat Edeka gesagt, ey, Kiba ist weg, wir brauchen neue Kiba. Und jetzt hat Kaufland kein Kiba mehr. I don't fucking know, dude, aber auf jeden Fall auf 1 Kiba, auf 2 Wassermelone Minze, obwohl ich Minze nicht so gerne mag. Wassermelone Minze sehr gut. Auf 3 Multivitamin und Exotic auf demselben Platz eigentlich. Also Platz 3 teilen sich Multivitamin und Exotic. Und Multivitamin schmeckt halt 1 zu 1 wie das Cabri-Eis von früher. Macht aber ein bisschen Pappmaul, glaube ich. Deswegen ist es nicht auf die 2 gekommen. Ja, Mann, ey, ich bin jetzt gespannt auf den Werbespot hier. Ja, keine Ahnung. Let's go. Boah, Junge, der Bass ist maximal aufgedreht. Übrigens, Luciano läuft in echt auch in Slow Motion immer. Ich habe ihn einmal gesehen, Heroes Festival. Sein Auftritt war legendär, Junge. Also das war wirklich geisteskrank. Ich habe das noch nicht so gesehen. Wir waren im Backstage, also nicht im Backstage, also der Backstage-Bereich war einfach wirklich Backstage, hinter der Bühne. Es war jetzt kein Raum, wo man gesessen hat und so. Es war wirklich hinter der Bühne, wo nur Leute hin dürfen, die da auch irgendwas machen. Also die hinter die Bühne gehören quasi, ja. Also eigentlich nur Leute, die jetzt keinen Ohnmachtsanfall bekommen, wenn da ein Rapper an denen vorbeiläuft. Haftbefehl geht rein, Wazel geht rein, alles cool, alles cool. Luciano kommt rein und in diesem Backstage-Bereich gehen 10, 20 Leute zu ihm und wollen ein Bild mit ihm machen. Und Luciano kommt mit 3 Securities rein, die sagen, nee, keine Bilder. Aber man ist schon im abgesperrten Backstage-Bereich, wo sowas eigentlich nicht passiert, aber er ist einfach nochmal, er ist nochmal eine Ebene drüber, Junge. Er ist einfach nochmal eine Ebene drüber, wo sogar im Backstage-Bereich Security mit reinkommen muss, um die Leute fernzuhalten. Es ist insane, Junge, es ist insane. Ja. Okay, ey. Ich lieb's, dass es wie so ein Kino-Dings produziert ist. Jai. So geht er auch ans Handy. Jai. Grbau. Grbau. Okay, geil. Ey, die Kaufland-Brille war nice. Die haben echt kein Kiba. Die haben kein Kiba da. Loco Juice. Oh. Der fruchtige Kuss. Hallo. Ab sofort bei Kaufland. Hoi, hoi, hoi. Okay, ey, ich sag's, wie es ist. Das war so eine Kinowerbung. So eine fette Kinowerbung, Junge. Holy shit. Gänsehaut, das ist so dieses, wo es so knackt. Knack. Langnese. Gibt's auch hier im Kino. Genauso war das, Junge. Genauso. Und wer denkt sich, wenn man im Kino schon sitzt und diese Langnese-Werbung sieht, oh, Digga, jetzt gehe ich nochmal aus dem Saal raus, fuck alle ab, geh nochmal raus, hol mir mein Eis und komm dann zu spät wahrscheinlich sogar zum Kinofilm. Ganz weird. Aber ey, geile Werbung. Sehr, sehr geile Werbung. Ich will sie noch einmal sehen, weil es Action eine coole Werbung war, fand ich. Action eine coole Werbung. Gennaro. Boah. Die Leute jubeln auch einfach. Im Kaufland, die Leute jubeln. Woo, woo. Luciano! Verständlich aber auch, muss man sagen. Verständlich. Ja, ja. Grippa. Ich lieb's, Junge. Ich lieb's, dass das irgendein Creative Director sich ausgedacht hat. Okay, Luciano tippt aus dem Mikrofon und sagt: Jai, grbau. Ich hätte gerne das Skript dafür gesehen.
sieht schon fancy aus. Aber ungekühlt ist Sünde. Ungekühlt kannst du sowas nicht trinken. Also ich trinke nichts ungekühlt. Nichts ungekühlt. Oder kurz überlegen, nachdenken. Nee, ungekühlt schmeckt alles scheiße. Loco Juice, der fruchtige Kuss. Mm. Ab sofort bei Kaufland. Boah, ey. Sie hätten das mal machen sollen, wie so bei Müllermilch. Dass es irgendeinen Loco Juice gibt, den du aufdrehst und er dann so grrbau macht. Und dann hast du irgendwie Meet and Greet mit Luciano gewonnen. Das hätte ich gefühlt. Da würde ich mich sehen auch. Da würde ich auch einfach mitmachen und dann gewinnen. Grrbau. Und dann kommt so ein kleiner Mini-Luciano raus und flext ein bisschen vor dir. Ey, coole Werbung. Ich habe sehr enjoyed, Mann. Gerne mehr von solchen. Weil das war echt high quality, sehr krass produziert, Mann. Und mich würde interessieren, welche Leute dahinter gesteckt haben. Ob das dieselben Leute waren, die bei Shirin David das gemacht haben. Oder nicht, keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall geil geworden. Schreibt eure Lieblings-Loco-Juice-Sorte in die Kommentare. Habt ihr sie probiert? Ja, nein, vielleicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens dann, wenn Sugar Mami auch so ein, also Katja auch so ein hochproduzierten Werbespot hat. I don't fucking know, Mann. Wir sehen uns, bleibt fresh.